Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Mietzmatzi und heute würde ich euch gerne einmal zeigen, wie ihr dieses wunderschöne Geldsystem inklusive Kaufs- und Verkaufsshop in der Minecraft Pocket Edition machen könnt. Ich habe dieses Video vorher schon mal aufgenommen, allerdings ist es leider so, dass dieses Video eine, nicht ganz so gute Audioqualität hatte. Und ich glaube, ich sollte mir auf jeden Fall mal ein neues Headset besorgen. Ja, genau. Okay, bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich euch auf jeden Fall erstmal sagen, dass ihr jetzt ein kostenloses Abo dalassen könnt. Es sind nämlich nur rund 22% meiner Zuschauer Abonnenten. Das heißt, ihr könnt das jetzt gerne einmal machen. Und ab jetzt würde ich es auch gerne mal machen, dass ich in jedem Video aus dem vorherigen Video einen zufälligen Kommentar rausnehme und ihn im Video vorlese, beziehungsweise nicht vorlese, sondern halt erstmal einfach nur grüße. Und zwar ist der erste Kommentar von MattiBlo3D. Und wenn ihr auch im nächsten Video gegrüßt werden möchtet, dann lasst auf jeden Fall jetzt gerne einen Kommentar da. Gut, ich würde mal sagen, ich fange jetzt auf jeden Fall an. Ich habe genug geredet. So, okay. Wir fangen jetzt mit dem Geldsystem an. Dafür brauchen wir nur diese 4 Common-Blöcke hier. Mehr brauchen wir wirklich nicht. Und es ist ganz wichtig, dass ihr den ersten hier auf Wiederholen und immer aktiv macht. Aber am Anfang solltet ihr ihn auf benötigt Redstone lassen. Das ist... Also das ist halt besser so, wenn ihr das schon direkt auf immer aktiv macht, dann löst ihr das damit schon aus und das solltet ihr besser nicht machen. Deswegen lasst es am Anfang einfach mal auf benötigt Redstone. Und hier bei der Tickverzögerung müsst ihr eine 5 reinschreiben, beziehungsweise ihr könnt da halt auch eine 10 reinschreiben oder was ihr wollt. Es ist halt so, dass je höher die Zahl ist, desto länger braucht es, um sich zu aktualisieren. Und ich finde, die 5 ist perfekt dafür. Also erster Comment Block wiederholen, benötigt Redstone und Tickverzögerung auf 5. So, dann schreibt ihr hier rein, Scoreboard Objectives Remove A. Damit wird ein Scoreboard namens A entfernt. Das existiert jetzt gerade noch nicht, aber es wird schon noch dazu kommen. Und zwar hier im zweiten Comment Block. Der ist auf Verketten und immer aktiv. Keine Tickverzögerung, einfach alles normal, aber Verketten und immer aktiv. Es bleibt auf bedingungslos. Und hier schreibt ihr den Befehl Scoreboard Objectives Add A Dummy. Und dann könnt ihr halt den Namen reinschreiben, so wie es rechts im Scoreboard stehen soll. Ich habe jetzt hier Paragraph L und Paragraph C und dann Geld geschrieben. Das heißt, es ist jetzt einfach genau so, wie es hier rechts im Scoreboard steht. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also ihr könnt auch andere Farben nehmen, wie ihr möchtet. Das ist alles völlig egal. Aber so hier, das gefällt mir jetzt halt sehr gut. Ich habe das jetzt einfach so genommen. Ihr könnt, wie gesagt, auch andere Farben nehmen. Ist völlig egal. Ich habe das jetzt so gemacht. Okay, und im nächsten Comment-Block, der ist schon wieder auf Verketten und immer aktiv. Und hier schreibt ihr rein, Scoreboard Objectives Set Display Sidebar A. Das bedeutet, dass das Scoreboard A wieder in die rechte Zeile gesetzt wird. Und damit ist jetzt auch schon das Einfachste getan. Ja, denn jetzt kommt der komplizierteste Befehl. Und zwar schreibt ihr hier rein, execute at A, Welle, 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 Scoreboard Players Operation at S, A ist gleich at S Money. Okay, jetzt nochmal langsam für alle. Execute, ihr wisst ja, also damit kann man von anderen Spielern aus einen Befehl ausführen. At A, das heißt bei allen Spielern, Welle, 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 also bei genau den Koordinaten, das ist eigentlich egal, aber ist halt so am besten. Scoreboard, Players, Operation, also ihr wisst ja, Scoreboard, Players und dann halt Operation. Ich habe euch das alles im Scoreboard-Tutorial erklärt, wie das funktioniert. So, dann at S, A, also bei mir selbst in A, ist gleich at S Money. Das heißt, die Daten im Scoreboard A, was hier rechts angezeigt wird, wird zu dem gleichen Wert gesetzt, also wird auf den gleichen Wert gesetzt wie bei mir selbst in Money. So, das heißt, wenn ich jetzt mir selbst, also slash Scoreboard Players Set at S Money 20 mache, Money 20 mache, dann seht ihr, ich habe mir jetzt auf Money das gemacht und wenn ich jetzt hier den Comment-Block aktiviere, das müsst ihr nämlich dann auch machen, dann aktualisiert sich das hier und dann habe ich das hier auch. Okay, soweit verstanden. Ihr könnt einfach diese Comment-Blöcke hier nachbauen. Also, wie gesagt, nochmal im ersten wiederholen, immer aktiv und Tickverzögerung auf 5. Am Anfang noch nicht auf immer aktiv machen und hier Scoreboard Objectives Remove A. Im zweiten Scoreboard Objectives Add A Dummy Geld, Verketten, bedingungslos, immer aktiv, keine Tickverzögerung.
Im dritten, Verketten bedingungslos immer aktiv, keine Tickverzögerung, Scoreboard Objectives, Set Display Set bei A. Und im vierten, Verketten bedingungslos immer aktiv, keine Tickverzögerung, Execute at A, Welle, 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 Scoreboard Players Operation at S ist gleich, at S A ist gleich at S Money. So. Jetzt mal ganz kurz zur Erklärung, wofür das Ganze hier gut ist. Und zwar ist es so, dass wenn ich nur ein einzelnes Scoreboard hätte für diese ganzen Sachen, dass dann Offline-Spieler rechts im Scoreboard angezeigt werden. Diese Technik hier verhindert, dass im Scoreboard hier steht Spieler offline. Und was ihr noch machen könnt, damit neue Spieler auch direkt im Scoreboard angezeigt werden, einen Comment-Block wiederholen und immer aktiv. Und hier könnt ihr dann reinschreiben, Scoreboard Players at A Money 0. So, also wenn ein Spieler... Scoreboard... Also wenn ein Spieler neu auf den, also in eure Welt joint, dann ist er auch direkt im Scoreboard zu sehen, halt mit einer 0. Moment, Player, ach, komm schon, okay, ich bin gerade verwirrt. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Smart City. Ich bin gerade verwirrt. Gut. Achso, warte. Play. Okay, egal. Also, Scoreboard Players, es ist jetzt richtig: Scoreboard Players at R Money 0. Und damit werden halt die neu beigetretenen Spieler direkt im Scoreboard angezeigt. Okay, Leute, dann zeige ich euch mal hier das mit dem Shop. Und zwar ist das hier ein Verkaufsshop. Ich habe hier, wie ihr seht, Diamanten, Äpfel und 5 Steine. Also ein Diamant, dafür kriege ich $15, einen Apfel, dafür kriege ich $5 und für 5 Steine kriege ich $10. Gut, also ich habe jetzt hier beispielsweise den Diamanten. Ich habe gerade keinen Diamanten in meinem Inventar, das heißt, ich kann auch nichts machen. Es sei denn, ich nehme mir einen Diamant in mein Inventar. Jetzt habe ich zum Beispiel einen Stack Dias. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, steht hier unten Item erfolgreich verkauft. Und ich habe $15 dazu bekommen. Und mir wurde ein Diamant aus dem Inventar geleert. Wie das Ganze funktioniert, das kann ich euch mit dieser wunderbaren Technik hier erklären. Und zwar ist das Ganze hier mit dem, Knopf verbunden. Der erste Comment Block, da drin steht Clear at P Diamond 01. Das heißt, dem nächsten Spieler wird ein Diamant aus dem Inventar entfernt. Der ganze Comment Block ist auf Impuls, bedingungslos und benötigt Redstone. Also ihr lasst das einfach ganz normal. Clear at P, Diamond 01 und fertig ist der erste Comment-Block. So, der zweite ist auf Verketten bedingt, das ist ganz wichtig, und immer aktiv. In diesem Comment-Block steht drin, Scoreboard Players at P, Money 15. Das heißt, dem nächsten Spieler werden, also für den Fall, dass das hier jetzt ausgeführt werden konnte, werden dem nächsten Spieler 15 Punkte zum Scoreboard Money hinzugefügt. Das heißt, mir werden quasi $15 einfach auf mein Konto hinzugefügt. So, und das letzte, das müsst ihr nicht machen, ist aber schon ganz, also ich meine, es gehört schon eigentlich dazu, aber ihr müsst es eigentlich nicht machen, es ist nicht wirklich nötig dafür, dass es funktioniert. Und zwar Titel at P Action Bar Item erfolgreich verkauft. Ihr könnt da hinschreiben, was ihr wollt, das ist der Text, der dann erscheint, wenn das Item verkauft wurde. Also, ihr kennt ja wahrscheinlich den Titelbefehl. Der Titelbefehl ist eigentlich ganz einfach. Schreibt es einfach genauso hin. Wenn ihr einen anderen Text machen möchtet, dann schreibt halt einen anderen Text hin. Das hier ist jetzt mit Paragraph A am Anfang geschrieben. Das heißt, es ist hellgrün. Und ja, also es gibt hier einfach nur verkettenbedingt immer aktiv und keine Tickverzögerung. Gut. Das war's dann mit dem ersten. Wenn ich hier jetzt drauf drücke, dann bekomme ich $15. Mir wird ein Diamant aus dem Inventar geklärt. So. Gehen wir weiter zu den Äpfeln, das ist nochmal ganz genau das gleiche quasi, also in diesem Fall halt mit einem Apfel. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Stack Äpfel habe, dann kann ich hier drauf drücken und jetzt habe ich einen Apfel weniger. Hier unten steht ein Item erfolgreich verkauft und ich habe $5 mehr, wie ihr hier sehen könnt. So, das Ganze ist nochmal genau das gleiche. Hier nochmal zur Erklärung. Im ersten steht Clear at P, in diesem Fall Apple 01, also das ist halt davon abhängig, was für ein Item ihr habt. Auch hier wieder ganz normaler Comment Block, also alles so lassen, wie es ist. Der zweite ist auf Verketten bedingt immer aktiv, Scoreboard Players at P Money 5, in diesem Fall 5, weil
der Apfel ja hier nur 5 Dollar kostet. Und hier ganz am Ende, Titel @P Action Bar, Item erfolgreich verkauft. So, das war jetzt der einfache Teil. Jetzt kommt das mit den Steinen hier. Wenn ich jetzt hier nämlich, also in diesem Fall werden nämlich 5 Items verkauft. Wenn ich jetzt, was ist hier los? Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen normalen Stein habe. Ihr seht, ich habe einen Stack und wenn ich hier drauf drücke, dann habe ich nur noch 59, weil mir 5 aus dem Inventar gelöscht wurden. Mir wird jetzt natürlich hier das Geld hinzugefügt. Allerdings, wenn ich jetzt einfach nur hier machen würde, dass mir, wie hier jetzt zum Beispiel, 5 Steine statt nur einem abgezogen werden, dann würde das so sein, dass ich theoretisch einfach nur 2 Steine haben könnte und die mir dann auch entfernt werden und ich das Geld dafür bekomme. Deswegen ist das Ganze hier so geregelt. Moment, ich zeige euch das mal kurz hier vorne an den Steinen. Ich habe nur einen einzigen Stein. Dieser Stein wird mir jetzt zwar aus dem Inventar geleert, aber ihr seht, ich bekomme kein Geld dazu und mir wird ja auch nicht dieser Titel angezeigt. Und zwar ist es einfach nur, weil ich halt nicht genug Steine habe. Okay, im ersten Comment-Block steht Clear @P Stone 04. Das heißt, einer weniger, als es hier steht. Das ist ganz wichtig, dass da einer weniger ist. Es darf nicht genau gleich sein, es muss einer weniger sein. Okay, das ist auch wieder ein normaler Comment-Block. Es werden 4 Steine halt entfernt. So. Und dann im zweiten Comment-Block steht Clear @P Stone 01. Das heißt, es wird nochmal der 5. daraus geleert. Das ist der Trick dahinter, dass das funktioniert. Und zwar, mir werden ja jetzt hier alle Steine bis zu maximal 4 entfernt. Und nur wenn noch was übrig ist, also mir noch einer entfernt werden kann, dann wird mir hier das Geld hinzugefügt. Versteht ihr? Also macht es einfach so, wenn ihr es nicht versteht. Hier ist Clear @P Stone 04, ganz normaler Comment-Block ohne Tickverzögerung. Im zweiten ist Clear @P Stone 01, verkettenbedingt und immer aktiv. Das ist ganz wichtig, dass das auch bedingt ist. Denkt auf jeden Fall dran und auf verketten und auf immer aktiv. Das ist alles wirklich ganz wichtig. Die Tickverzögerung lasst ihr auf 0. Okay, gut. Dann hier wird einfach das Geld hinzugefügt. Scoreboard Players Add @P Money 10. Das wisst ihr, wie das Ganze funktioniert. Und hier Titel @P Action Bar Item erfolgreich verkauft. So. Und so funktioniert das Ganze. Das ist die Technik hinter dem Verkaufsshop. Ach ja, Leute, ich habe übrigens noch eine ganz wichtige Sache vergessen. Bei euch wird jetzt wahrscheinlich das Geldsystem so noch nicht funktionieren. Und zwar müsst ihr noch im Chat einen kleinen Befehl ausführen. Das habe ich im vorherigen Video schon gemacht. Also, was heißt im vorherigen Video? Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich das Video schon mal aufgenommen habe. Und es halt eine schlechte Tonqualität gibt. Aber halt im zweiten Video habe ich das komplett vergessen, dass ich das noch zeigen muss. Und zwar müsst ihr in den Chat noch den Befehl eingeben, Scoreboard Objectives Add Money. Und jetzt Dummy und danach müsst ihr nichts mehr eingeben. Also einfach Scoreboard Objectives Add Money Dummy. Da ich das jetzt schon gemacht habe, steht hier halt, es ist bereits ein Ziel mit dem Namen Money vorhanden. Das heißt, ihr macht das einfach und dann ist das da und dann funktioniert das auch. Aber ich habe das jetzt halt schon gemacht, deswegen geht das bei mir jetzt nicht. Also ihr werdet schon sehen, dass das funktioniert, wenn es macht. Okay Leute, als nächstes zeige ich euch hier den Verkaufsshop. Und zwar, ich habe jetzt hier nur ein Beispiel gemacht, weil das eigentlich relativ easy ist und ich möchte halt jetzt nicht so sehr den Rahmen des Videos sprengen. Das heißt, ich zeige euch einfach hier, wie ihr das machen könnt. Und zwar habe ich hier als Beispiel 5 Karotten für 5 Dollar. Ihr seht, ich habe 100 Dollar und wenn ich hier drauf drücke, dann werden mir 5 Dollar abgezogen und ich kriege die Karotte. Hier unten steht auch im Chat, Item erfolgreich verkauft. Allerdings, wenn ich jetzt /scoreboard players set @s money 8 mache, das heißt, ich habe jetzt nur noch 8 Dollar, also ihr seht, ich habe hier die 10 Karotten bekommen, weil ich 2-mal drauf gedrückt habe. Wenn ich jetzt nochmal hier drauf drücke, bekomme ich die nochmal und ich kriege hier auch wieder die 5 Karotten. Aber jetzt habe ich nur noch 3 Dollar, das heißt, wenn ich jetzt nochmal drauf drücke, dann habe ich nicht genug Geld, um neue Karotten zu kaufen. Und das funktioniert auch nicht. Wie ihr seht, ich habe immer noch nur 15 Karotten und mir wurde auch kein Geld abgezogen. Das heißt, es ist alles super.
Hier wird auch angezeigt, dass ich nicht genug Geld habe. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt einmal hier. So, dafür müssen wir auch einmal hier unter die Erde gehen, denn hier müssen auch zwei Comic-Blöcke platziert werden. Wir platzieren zuerst einen Comic-Block, der ganz normal eingestellt ist, also Impuls bedingungslos, benötigt Redstone, keine Tickverzögerung. Und zwar wird hier einmal getestet, ob mein Geld zwischen 0 und 4 liegt, das heißt, ob ich zu wenig Geld habe. Also Scoreboard Players, Test at P, Money 0, 4. Also wenn ich 0 bis 4 Dollar habe, oder ihr könnt da halt jede Währung machen, die ihr wollt, ihr könnt da auch Euro machen oder eine eigene Währung erfinden, was weiß ich. Also in diesem Fall jetzt halt hier Dollar, also Scoreboard Players, Test at P, Money 0, 4. Das wird einmal getestet, ob ich zu wenig habe. Die letzte Zahl muss 1 weniger sein als der Preis, der hier steht, also als der Preis, den es kosten soll. So, okay. Wenn das so ist, dann wird dem Spieler ein Titel angezeigt unten mit dem Text, du hast nicht genug Geld. So, die Farbe ist Paragraph C, also wenn ihr auch diese Farbe hier haben wollt. Also hier steht einfach Titel at P, Action Bar, du hast nicht genug Geld. So, okay. Dann machen wir mit den Comment-Blocken hier oben weiter. Hier wird nämlich noch einmal ausprobiert, also hier wird noch einmal getestet, ob ich mindestens 5 Dollar habe. Und zwar mit dem Befehl Scoreboard Players Test at P Money 5 Sternchen. Sternchen bedeutet, dass es unendlich viel sein kann. Hauptsache, es liegt über 5. Also über der Zahl, die hier ist. Die 5 ist wieder einmal die Zahl, die hier vorne steht. Das ist ganz wichtig. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Comment-Block, in dem steht Scoreboard Players Remove at P Money 5. Das heißt, mir werden 5 Geld hier abgezogen, wenn ich denn so viel habe. Okay, dann werden dem nächsten Spieler die 5 Karotten gegeben und im Chat wird angezeigt, Item erfolgreich gekauft. Also nicht im Chat, sondern unten. Also give at P Carrot 5. Ihr wisst wieder, die Karotten. Hier seht ihr es auch, 5 Karotten. Das ist jetzt halt nur dieses Beispiel. Und unten wird einem wieder dieser Titel angezeigt. Titel at P, Action Bar, Item erfolgreich gekauft. Gut, ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Okay, Leute, das war's dann auch mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch weitergeholfen. Ich denke mal, damit kann man auch wirklich einiges mit anfangen. Der Link zu meinem Discord-Server ist in der Videobeschreibung. Das heißt, wenn ihr da beitreten möchtet, guckt einfach mal in die Videobeschreibung, da ist der Einladungslink zu meinem Discord-Server. So, ich würde dann mal sagen, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, falls ihr noch nicht abonniert habt. Denkt dran, ich habe nur rund 22%... nur rund 22% meiner Zuschauer sind Abonnenten. Ja, also wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt gerne mal machen. Aktiviert auch die Glocke, wenn ihr für neue Videos benachrichtigt werden möchtet. Dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.